Danke. Und damit ihr wisst, wer überhaupt da dahinter steht, hinter dem ganzen Bühnenbau und Maske etc. pp., will ich euch ganz kurz noch ein paar wichtige Leute vorstellen. Für die Maske, für unsere schönen Frisuren und so, war verantwortlich Bianca Magelsdörfer. Für unsere Textsänger, die wir natürlich nicht gehabt haben, unseren Souffleur, der Markus Beischl. Dieses Blitzlicht und Nebel und Eis und was weiß ich alles, was wir alles gebraucht haben und gehabt haben. Die Techniker, der Andi Huber und der Alexander Friedrich. Nicht zum Vergessen der Philippus, so ganz verloren lebt er dann doch nicht. Die Stimme hat ihm gegeben, Anita Giesermann. Und die Bewegung vom Alexander Friedrich. Ganz wichtig, was ich auch nicht versammeln möchte, ist natürlich die Mädels da herinner zum Loben, die wo jetzt hinten gestanden haben und den Semmelverkauf gemacht haben. Also das sind unsere Feen. Herzlichen Dank. Ein ganz großer Dank geht auch an die Presse, die Frau Windern, dass die da so fleißig mitgeschrieben hat und Bilder gemacht hat. Und herzlichen Dank, wir freuen uns schon auf die positive Nachricht. Dann möchte ich natürlich auch noch ganz großes Dankeschön an den Schlossherrn, die Familie Bär richten und auch an den Schlossdirektor, der Herr Kolbinger, dass wir wieder mal umsonst einer haben dürfen zum Spulen und dass wir den Saal so schön füllen können. Und auch natürlich das Bedienerteam, weil ohne die darf sie ganz schön am Trocknen sitzen. Vorletzten Satz habe ich noch. Wir alle stehen da als Team. Wir kennen uns schon viele Jahre, spielen schon viele Jahre miteinander, haben ziemlich aufeinander eingestimmt. Ab und zu haben wir dann wieder mal ein paar Neue drinnen. Und dass das so klopfen ist, wie es heuer klopfen ist, da steht natürlich eine ganz große Frau dahinter. Die ist heuer zum ersten Mal nicht mehr dabei, die ist weggezogen, die ist nach Berlin gezogen, unser Vera Menzel. Und wir schicken ihr von da einen ganz tollen Gruß nach Berlin. Danke, dass Sie uns so erklärt haben. Ja, jetzt darf ich euch entlassen. Bitte denkt daran, wenn ihr noch ein paar Münzen übrig habt. Ja, die Schöne. Von Berlin aus geht das natürlich nicht. Das haben wir natürlich jemand braucht, der wo uns eingesprungen ist. Also wirklich, Riesenlob und ich hoffe sehr, dass er das nächste Jahr auch wieder macht, weil der hat uns wirklich gut in den Händen gehabt und auch mit tollen Ideen, auch mit seiner Freundin, ganz kreativ. Ein riesen Dankeschön an unsere Regie, Graham und Markus. Ende. Wie gesagt, bevor es heimfahrt, fahrt vorsichtig, kommt gut heim. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Jahr wieder vorbeischaut. Füllt unsere Kasse, ist wirklich für einen ausgezeichneten Zweck. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.